Sendung heißt CD-Kritik. Ich sitze hier ein bisschen wenig Kopf, ein bisschen viel Raum, das auf dem Bild ist nicht gern. So ist, glaube ich, besser. Ups. Also, die Sendung heißt, wie die heißt, sage ich gleich. So, hier ist mein Schweizer Stuhl. Alternativ kann man auch die Gartenmöbel von Lafura benutzen. Zum Programmieren gehört dann aber auch eine Aschenbecher und eine Zigarette. So, damit der Compiler funktioniert, habe ich nackte Füße und das Wasserfußbad ist schon unter dem Tisch gegen stinkende Füße. So, und die Sendung heißt C T Kritik. Ich habe den Helm auf, man weiß nie, was einem auf den Kopf fällt, wenn man mit Computer zu tun hat. Sogar schön warm. So, ich lese die CT vom 17.03.2018, weil wir Sommer haben. Arbeite ich mit Risiko, ich ziehe den Helm ab. Ich habe hier einen Artikel über Videokameras, den wollte ich lesen. Ah, hier ist es Filmgeräte, Kaufbeamte. Habe ich das in? Ah, hier, schicke Videos drehen mit Camcorder, Kompaktkamera oder DSLR. So, den Artikel wollte ich gerne lesen. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Schicke Videos drehen, aber womit? Ob spezialisierter Camcorder, kompakte Fotoknipse oder veritable Wechselobjektive.
Tic-Kamera mit allen dreien kann man filmen. Stellt sich die Frage, welche Kamerakategorie das am besten meistert und mit welchen Vor- und Nachteilen man rechnen muss. Von Joachim Sauer. Es gibt eine Einführung, dann gibt es die Belichtungskontrolle, offene Blende, stabilisiert, Ausstattung, Tonfilm, Formate für welche, für wen. Und dann gibt es noch zwei blaue Kästen, Action Cam und Smartphone. Und ich kann mal sagen, welche Geräte hier gerade vorgestellt werden. Das ist hier, hier ist ein Panasonic Camcorder abgebildet. Panasonic HCVX999. Ich zeichne hier auch mit einem Panasonic Camcorder ab. Auf, den habe ich im Wesentlichen gekauft, weil ich gehört habe, dass das interne Mikrofon gut sein soll. Dann haben wir hier Kompaktfotokamera Sony RX 104 und dann noch die Canon EOS 77D. Das sind, glaube ich, die drei Geräte, die die benutzt haben. So. Schon der Begriff klingt altbacken. Mit einem Camcorder filmt doch nur der Opa. Der hippe YouTuber greift zur Fotokamera, die erledigt die Filmerei ganz nebenbei. Doch er wird bald feststellen, dass hinter den verstaubten Konzepten eines Camcorders oder Camcorders, Camcorders doch einiges an Erfahrung steckt. Auf der anderen Seite hat die digitale Spiegelreflexkamera für reichlich Bewegung im ehemals drögen Markt der Filmer gesorgt. Um diesen Widerspruch nachzuspüren, haben wir Kameras aus den drei Kategorien Kompaktfotoapparat, digitale Spiegelreflex, DSLR und Camcorder ins Labor geholt, die derzeit für rund 1000 Euro im Handel zu haben sind. Die hat ein bisschen mehr gekostet, die ich da oben verwende. War aber unter 2000 Euro. Das heißt, teure DSLR-Kameras und teure Systemkameras mit Wechselobjektiven liegen teilweise um ein Vielfaches drüber, vor allem wenn noch ein Objektiv dazu kommt. Sollte man immer bedenken. Film war noch nie besonders günstig, wenn es nach was aussehen soll. Die aktuelle kompakteste Fotokamera, die Sony RX 104, genießt mit dem eingebauten 2,9-fachen Zoom sogar in Filmerkreisen einen hervorragenden Ruf. Der Camcorder HCVXF 999 von Panasonic gilt derzeit als Spitzenmodell der Consumer-Klasse. Er punktet unter anderem mit einem satten 20-fach Zoom. Ich vermute, das ist das gleiche Objektiv wie bei mir auf der Kamera. Sony, Panasonic verbaut es gerne. Es ist auch schon ein bisschen älter, ich finde das gut. Nicht sonderlich kompakt
fällt die Canon EOS 77D aus, die wir mit einem Kit-Zoom-Objektiv 18 bis 135 mm KB-Äquivalent. Das ist das, was ich auf meiner Fotokamera habe. Die taugt aber meiner Meinung nach vor allem zum Fotografieren. Das ist auch nicht diese 77D, das ist die. Steht hier irgendwo was. Canon EOS 700D ist auch schon ein bisschen älter. Die hat Probleme mit dem Autofokus. Das macht nicht so richtig Spaß und manuell nachfokussieren auch nicht, weil dann der Autofokus wieder alles verstellt. Ich finde die zum Fotografieren richtig gut. Für Videos würde ich die nicht benutzen. Ich habe die 77D aber noch nie ausprobiert. Wie gesagt, ich bin. So reich bin ich nicht. Ich bin froh, wenn ich meine Miete für die nächsten Jahre zusammen habe. So. Ich hätte auch noch ein Moped bei meinen Eltern in der Garage stehen. Lasse ich auch nicht zu, weil ich dafür kein Geld habe. So. Das ist diese DSLR von Canon, enthält zwar keinen Vollformatsensor wie ausgewachsene, dann über 1600 Euro teure DSLRs ohne Objektiv, liebe Jungen und Mädchen aus Hirschheit, die den Trend zum Filmen mit der Fotokamera ausgelöst haben, aber den größeren Sensor, aber den größten Sensor in diesem Vergleich. Ja, der Sensor hier ist auch größer als der in der Filmkamera da oben. Das ist ein relativ kleiner Sensor. Führt zu einer hohen Tiefenschärfe. Man muss sich da nicht so viel Gedanken darüber machen, wie das mit dem Fokus funktioniert. Finde ich, wenn man alleine dreht, ganz angenehm. Nicht erfindlich genug ist der. Belichtungskontrolle. In Sachen moderne Bildgestaltung kann man derzeit zwei Trends festmachen. Einerseits zeigen die Videos sehr viel Bewegung, andererseits wird bewusst mit Unschärfe korrekt mit der Schärfentiefe gearbeitet. Das wäre für sowas die falsche Kamera. Da muss man zu dem nächst teureren Produkt greifen und das kostet über 1000 Euro mehr. Will ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten. Oft ist hier vom Kinolook die Rede. Dabei kommen die Kameras mit nicht nur hochauflösendem, sondern richtig großem Sensor ins Spiel, der diesen Trend erst möglich gemacht hat. Je größer der Sensor ist, je weiter sich die Blende öffnen lässt auf einem kleinen Blendenwert, desto stärker fallen die möglichen Schärfeunterschiede aus. Und umso ausgeprägter ist der Effekt der Schärfentiefe. Wie gesagt, mit meinem Videogerät kann man damit nicht arbeiten. Videos machen war schon immer teuer. Während man bei der Fotografie die korrekte Belichtung mit Empfindlichkeit, ISO, Blende und Belichtungszeit steuern kann, ist letzteres bei Videoaufnahmen weitgehend durch die Bildwiederholfrequenz vorgegeben. Ein Video mit 50 Vollbildern pro Sekunde erlaubt keine längere Belichtungszeit als eine 50stel Sekunde. Mit einer auf ein 100stel verkürzten Belichtungszeit lassen sich beispielsweise bei Sportaufnahmen schnelle Bewegungen ohne Verwischen wiedergeben. Nach noch kürzeren Belichtungszeiten bei Camcordern nennt man diesen Parameter Shutter, Führung zu einer Art Stroboskop-Effekt. Zur Steuerung der Belichtung kann man also ISO-Empfindlichkeit und Blende variieren. Doch wer mit Schärfentiefe und Schärfenpunkt spielen will, muss die Blende weit öffnen. Damit bleibt die Empfindlichkeit übrig, was den Spielraum deutlich eingrenzt. Obendrein hat man oft
etwa bei Tageslicht eher zu viel als zu wenig Licht vor der Linse. Wenn sich die Empfindlichkeit nicht weiter reduzieren lässt, verhilft nur weiteres Zubehör, in diesem Fall ein sogenannter Neutraldichtefilter ND, zu einem größeren Spielraum. Neutraldichtefilter heißt, man hat Fensterglas, das grau ist, sodass Licht rausgenommen wird im gesamten Farbspektrum. Wird auch in der Fotografie mitgearbeitet. Wenn man so eine DSLR zum Film nimmt und schon ein bisschen besser professioneller fotografiert hat, dann hat man sowas zu Hause. Bei meiner Kamera ist auch ein Filter mit drauf, ist auch angegeben, wie groß der Durchmesser von mir ist. So. Die eignet sich auch für sowas. Der Sensor ist allerdings relativ klein, lohnt sich nicht wirklich. Wer sowas machen will, muss immer noch über 3000 Euro ausgeben, wenn er vernünftige Filmaufnahmen machen will. Meiner Meinung nach, wie gesagt, Film ist ein teures Hobby. Ich greife auch lieber zu einem Camcorder als zu einer DSLR. Die anderen Aufnahmen von der CT-Kritik habe ich, damit habe ich auch die ersten YouTube-Videos geschossen, mit so einer Unterwasserkamera hier gemacht. Die ist relativ teuer, die sind aber auch stabil. Sowas nehme ich auch gerne mit draußen vor auf die Straße. Da ist nur ein Knopf drauf, rot, und der fängt an, die Videos zu schießen. Man hat auch kein Problem mit dem Autofokus, habe ich gemerkt. Weil ein GPS-Sensor drin ist, läuft die auch ein bisschen länger als diese DSLR-Kameras. Die haben eine Begrenzung auf eine halbe Stunde lang, dürfen die nicht aufzeichnen. Sonst müsste man eine gesonderte Abgabe mit dem zahlen, dann kann man das nicht freischalten lassen. Wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht, muss man bei den Herstellern erfragen. Das Problem mit der ist, die wird irgendwann warm und geht aus, weil die auch nicht zum Filmen gemacht ist. Ich finde aber auch die Fotos schön, die schießen auch im 2:3 Format, also nicht diese komischen langgezogenen Handyfotos. So, das war Belichtungskontrolle. Jetzt kommt offene Blende. Ich glaube, ich mache hier schon Schluss. Den Rest gönne ich mir für heute Abend. Tschüss.